In unserer Welt gibt es viele verschiedene Berufe. Manche Menschen arbeiten in der Landwirtschaft. Sie sind meistens draußen und kümmern sich um Tiere und Pflanzen. So wie Birgit. Sie ist Gemüsegärtnerin und zeigt Hannes heute ihren Arbeitsalltag. Und ihr habt die Karotten zum Karottenstick schnitzen? Oh, zum Schnitzen für Karottenstick sind die noch zu klein. Die brauchen schon noch 2-3 Wochen, bis man die ernten kann. Und wachsen die dann ganz alleine? Ja, ganz von alleine. Wachsen vielleicht ja, aber man muss ihnen schon ein bisschen helfen. Zuerst werden die gesät und dann brauchen die erstmal Wasser, damit der Samen keimen kann. Dann brauchen sie auch einen Dünger, wir brauchen ja auch was zum Essen. Und dazwischen muss man allerdings auch noch mal gucken, dass kein Unkraut wächst. Das wird dann entweder ausgezupft oder man kann es auch mit der Hacke hacken, wenn es vom Platz her funktioniert, so wie meine Mädels da hinten. Macht ihr eigentlich auch noch anderes Gemüse als Karotten? Wir Gärtner, wir machen ganz viel verschiedenes Gemüse. Wie Gärtner? Ich dachte, Gärtner sind die mit den Blumen. Das sind auch die mit den Blumen. Als Gärtner kann man 7 verschiedene Ausbildungsrichtungen erlernen. Und was bist du jetzt? Ich bin Gemüsegärtnerin. Man könnte aber auch Zierpflanzengärtner werden oder Garten- und Landschaftsbau lernen oder Obstgärtner oder Staudengärtner. Aber möchtest du mal wissen, was wir noch an Gemüse anbauen? Ja. Wir haben da zum Beispiel den Lauch und da hinten habe ich einen Salat. Sollen wir uns den mal angucken? Ja. Na dann komm mit.